Jo Leute, willkommen zum Hashtag-Frag-Video und zwar dieses Mal die Frage, was ist das Peinlichste, was mir bzw. uns je passiert ist? Und dann darf der D jetzt mal erzählen, was ihm so passiert ist. Also, eine von den absolut peinlichsten Geschichten, die mir passiert sind jemals, war in der 7. Klasse im Chemieunterricht. Es ging um das Thema Säuren und Laugen, beziehungsweise Säuren und Basen. Also ich weiß nicht mehr genau, wie es entsprechend im Unterricht da gekennzeichnet worden ist. Meistens Jeder Laugen. von, ja, jeder von uns hat entsprechend eine Säure beziehungsweise eine Base vorstellen sollen. Und ich hatte die Schwefelsäure. Und ich habe mich schlecht vorbereitet und hatte einen absoluten Blackout. Und daher stammt auch der wunderschöne Satz: Schwefelsäure ist eine ist eine Säure. Punkt, Punkt, Punkt. Dann hatte ich meinen Blackout. Wow. Echt? Das ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Das war das Peinlichste, was mir je passiert ist in der Schulzeit. Okay, cool. Aber mir ist jetzt auch gerade, also normalerweise mir ist eigentlich nie was peinlich. Also ich nehme mal an, das war es mit seiner Geschichte, weil die war ja mega spannend. Ja, wild war sie nicht. Also ich sag mal, mir ist normalerweise eigentlich nie was peinlich. Also dann würde ich auch kein YouTube machen, wenn mir irgendwas peinlich wäre. Aber eine Sache ist mir jetzt gerade wirklich eingefallen, die mir peinlich ist. Und zwar ist das auch zur Schulzeit gewesen. Das war irgendwo in der 7. Klasse oder so. Man muss sagen, Mädel, was eigentlich ziemlich nett war zu mir und die ich auch immer noch super gern mag. Nein, nicht so wie meine Freundin, aber halt als Person mag. Die ist damals zu Schaden gekommen durch mich. Und das war mir ultra peinlich. Das war nämlich, ich habe am Waschbecken gestanden und die Tür, praktischerweise in dieser Schule, ging so auf, dass man, wenn man am ba Waschbecken gestanden hat, dass man die in den Rücken bekommen hat. Und ich habe die natürlich voll in den Rücken bekommen, weil die jemand anderes aufgeschmissen hat, durchgegangen ist. Und ich habe die Tür einfach nach hinten hin wieder zugetreten, weil ich mich so geärgert habe. Und die Kurze stand genau in dem Augenblick im Türrahmen drin und hat sich und hatte die Hand dazwischen. Und die hat sich da wirklich so hart die Finger gequetscht. Die ganzen Finger sind blau angelaufen. Was mir ultra peinlich war, da habe ich mich damals nämlich auch noch entschuldigt. Ich weiß noch, dass ich der eine Packung Raffaello dafür gekauft habe. Das weiß ich noch. Da bin ich nämlich zu ihr nach Hause gefahren und habe mich da entschuldigt. Das war das Peinlichste, was mir passiert ist. Und sonst ist mir eigentlich nie was peinlich gewesen. Keine Ahnung. Ich bin halt so ein Mensch, der sagt, pff, passiert, shit drauf. Gut, wenn ihr Fragen habt, unter den bekannten Hashtags frag Klein Evo und frag den D, dürft ihr die gerne einschicken und wir beantworten euch das gerne. Ansonsten haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye bye.